Willkommen zu Teil 23 des Videokurses Merkmale von Hochsensibilität. Das ist jetzt nicht wirklich ein Merkmal, worum es geht, aber es ist eine Sache, die auftritt. Und zwar Bedürfnisse und Bedürftigkeit. Was mir aufgefallen ist, bei mir selbst, bei anderen, ist, dass viele Hochsensible ein Problem damit haben, bedürftig zu sein, Bedürfnisse zu haben, Grundbedürfnisse zu haben auch. Und dass es ihnen viel leichter fällt, bei anderen zu schauen und die Bedürfnisse von anderen zu erfüllen, statt die eigenen. Auch oft, dass es dann eine Vermischung gibt. Also ich erfülle deine Bedürfnisse, du erfüllst meine. Das ist auch oft so ein Spiel, was in Beziehungen stattfindet. So ein gegenseitiges Verantwortung zum anderen schieben, die eigene und die andere vom anderen nehmen, weil das irgendwie leichter ist. Für mich war es ein großes Thema, während meines Burnouts anzunehmen, dass ich Bedürfnisse habe. Und das zu akzeptieren, es hängt auch wieder mit dem Thema Grenzen setzen zusammen, weil es ist ein sehr weltliches Thema, also auf diesem Planeten. Wenn ich nur meine Seele wäre, dann hätte ich keine Bedürfnisse wahrscheinlich. Dann wäre ich mit allem verbunden, dann wäre ich unendlich, würde mich als unendlich erfahren. Und dann wäre alles gut soweit. Vermute ich mal, ich weiß es nicht. Da ich aber auf diesem Planeten bin, in einem Körper und diese menschliche Erfahrung mache, mache ich eine Erfahrung von Grenzen und von Beziehung. Also das heißt, alles ist relativ. Ich erfahre mich nicht als alles, ich erfahre mich auch als sehr individuell und als getrennt und als begrenzt vor allem. Zum Beispiel kann ich nur hier 2 Meter weit schauen bis zu diesem Busch. Dahinter wartet die Unendlichkeit, aber ich kann nur 2 Meter weit schauen. Das ist schon eine ziemlich starke Begrenzung. Und das ist wahrscheinlich auch erstmal eine Sache als Mensch, das so anzunehmen, aus der Unendlichkeit zu kommen und dann plötzlich, nicht so leicht. Es kommt mir so vor, wenn ich es so beschreiben kann, als ob viele Hochsensible da irgendwo, nenn's mal, stecken geblieben sind. Also auf dem Weg in ihrer Inkarnation, also beim Geborenwerden in den Körper, als ob so die Seele ein Stück weit in den Körper gekommen ist, aber nicht richtig rein und nicht richtig da ist, sondern irgendwie noch so hier oben vielleicht rumschwebt oder hier oder da oder nur ein Teil ist mitgekommen. Da ist auch teilweise, glaube ich, ist eine Vermutung, ich weiß nicht, ob es so ist, vielleicht gar nicht die bewusste Entscheidung getroffen oder gefallen, will ich wirklich leben, sondern ja, es kommt mir so vor, als ob bei vielen Menschen, die so rumschweben, dass überhaupt die Frage ist, bin ich wirklich bereit, mich aufs Leben einzulassen? Oder bin ich so halb da und schweb so drüber, über dem Ganzen? Und dann interessieren mich auch so weltliche Dinge nicht. Oder ich finde nur, dass Besitz belastet und eigentlich will ich gar nichts davon wissen. Vielleicht will ich auch am liebsten gar nicht essen müssen oder trinken müssen, sondern so diese ganzen Bedürfnisse eben loswerden, um einfach nur hier zu sein, weil es so schön frei ist, vermeintlich. Ja, und dann kommt das Finanzamt oder, weiß nicht, irgendwelche Freunde oder Bekannte oder Menschen und plötzlich ist nicht mehr so viel Friede und Ruhe da, sondern Hilfe, Hilfe, Hilfe. Es wird mir alles zu viel. Ah. Genau, das einfach als ein Thema, also Bedürfnisse und die eigene Bedürftigkeit annehmen. Ich kann dir wärmstens empfehlen, setze dich mal hin und spür rein und schau, wie stehst du zu deiner eigenen Bedürftigkeit? Ist es okay für dich, Bedürfnisse zu haben? Das ist der erste Schritt. Dann ist es okay für dich, Bedürfnisse zu äußern, anderen gegenüber. Und ja, du machst dich damit verletzlich. Mit anderen Sachen ist es schön. Ich hätte gerne eine Kugel Eis, wenn ich keine bekomme, ist alles gut. Aber auch sowas wie dieses Unternehmen, was ich habe, also zu einem Thema, eben Hochsensibilität, was ich mit Leidenschaft jetzt angehe, mich damit zu zeigen, da ist es nicht egal, da ist es, ja, ich bin da verletzlich mit. Ich könnte irgendwas machen, was mir egal wäre, da macht es nichts, wenn das Leute kritisieren oder sagen, finde ich scheiße, dann sage ich, ja, mich interessiert es auch nicht wirklich, geht mir ähnlich. Hier ist es anders, ich zeige mich damit, ich bin verletzlich. Das zu diesem Video. Ich hoffe, es hat dir einen wertvollen Impuls gegeben oder 2 oder keinen. Freue mich auf deine Rückmeldung, freue mich, wenn dich das Thema interessiert und dann sehen wir uns im nächsten Video dieser Videoserie. Alles Liebe und bis bald.